Das Bundesverfassungsgericht hatte ja gestern über die Bundesnotbremse entschieden. Ich hatte euch schon die rechtlichen Einordnungen gegeben, allgemein, was davon zu halten ist, dann nochmal im Besonderen, was das Arbeitsverhältnis betrifft und die Bußgeldbescheide. Ich habe mich gestern bewusst ein bisschen zurückgehalten mit meiner persönlichen Meinung zu dem Urteil. Ich habe es versucht, es schimmert natürlich ein bisschen durch, ja, aber ich bin ja auch kein Vorbeter. Das Gericht hat ja seine Entscheidung selber begründet, die kannst du ja nachlesen, ich muss sie ja nicht vorlesen hier. Ja, das ist ja nicht Sinn und Zweck hier meines Tuns. Ich will euch aber heute nochmal klipp und klar sagen, was ich davon halte. Ich wollte bewusst eine Nacht drüber schlafen. Bundesverfassungsgericht hat ja, hätte ich jetzt fast gesagt, ein halbes Jahr drüber geschlafen. Ja. Aber jetzt haben sie ja was gebracht mit völlig allgemeiner Erwägung und so weiter aus meiner Sicht. Das hätten sie vielleicht auch ein bisschen früher bringen können. Aber es passt ja jetzt gut in diese Zeit. Ja. Und ich will euch aber auch dann genauso ungeschminkt, wie das Bundesverfassungsgericht uns da gesagt hat, was Phase ist, will ich euch auch sagen, was ich davon halte. Also, rechtlich gesehen halte ich es an einem Punkt wirklich für falsch. Die anderen Sachen halte ich im Grunde genommen, sie sind abweichend in den Positionen zum damaligen Zeitpunkt. Da sehe ich das anders, hätte man das nicht machen dürfen und war das nicht verfassungsgemäß. Aber zu sagen verfassungswidrig und vielleicht aber noch an der Grenze, das ist ja ein schmaler Grat, da kann ich mit leben. Ja. Und auch, dass die Bundesregierung damals durch diesen Automatismus der Bundesnotbremse ihren Beurteilungsspielraum quasi aus der Hand gegeben hat, den sie ja hat bei den Maßnahmen, aber den sie meines Erachtens auch lebendig ausüben muss und bei so gravierenden Maßnahmen permanent überprüfen muss und nicht in so einen Automatismus begeben kann, ja, dahingestellt, dass das an so fragwürdige Dinge wie Inzidenzen damals anknüpfte und so weiter, alles dahingestellt. Kann ich akzeptieren? Ein Punkt halte ich das Urteil nach wie vor für falsch und auch nach mehrmaligem Lesen kann ich es an der Stelle nicht akzeptieren und auch finde es nicht richtig. Das ist der Punkt Ausgangssperren. Da aus folgendem Grund. Das Problem ist, wenn du als einzige Argumentation für Ausgangssperren hast und eine andere hat ja auch das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht gefunden, die Politik hatte auch keine andere, einzige Argumentation war folgende. Die Bürger gehen raus und verstoßen gegen die übrigen Corona-Auflagen, deswegen sperren wir sie ein, dürfen sie nicht raus, weil das können wir besser kontrollieren. Das andere können wir nicht kontrollieren. Mal abgesehen davon, dass es eine Kapitulationserklärung an den Staat ist, erstens. Abgesehen davon, zweitens, dass es ja gar nicht versucht wird zu kontrollieren. Wir haben hier Maßnahmen seit Monaten, die einfach nicht kontrolliert werden. Das wird auch nicht probiert. Ja? Es ist möglich, das zu kontrollieren. Das merke ich immer, wenn es ein bisschen verschärfter ist, dann plötzlich ist das Ordnungsamt ja da. Vorher aber die ganze Zeit nicht. Ja? Vielleicht mussten die alle Überstunden abbauen. Keine Ahnung, ich rufe ja auch nicht nach einem starken Staat. Ich sage nur, wenn der Staat sagt, ich kann nicht kontrollieren, dann ist die erste Frage erstmal, hast du es versucht? Die zweite Frage ist dann, willst du das wirklich so sagen und daran Maßnahmen anknüpfen? Denn das hatte ja zur Folge, dass du im Zweifel sagst ihm, ich muss alle Leute einsperren, weil sie können sonst Gesetzesverstöße begehen, die sehr gefährlich sind. Das können die auch in anderen Bereichen übrigens. Und weil es nicht anders geht, muss ich sie einsperren. Das halte ich für eine bedenkliche Auffassung des Verfassungsrechts und für eine nicht zulässige Rechtfertigung derart massiver Eingriffe. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Begründung das so ein bisschen in so versteckt, ich nenne das mal so ein bisschen Cocktailmethode, die haben halt gesagt, es gibt halt viele verschiedene Maßnahmen der Regierung und es gab ja Ausnahmetatbestände und am Tag durfte es der irgendwo hingehen. Also insofern ist das Ganze nicht so schlimm als Teil von einem Maßnahmenkatalog. So haben die sich damit sozusagen, ich würde jetzt sagen, aus der Affäre gezogen. Ja. Gut, jetzt ist es so, dass diesen Punkt doch relativ viele, auch Juristen, glaube ich, sagen, okay, da habe ich auch Zweifel, ja, aber angesichts der jetzigen Situation und angesichts der allgemeinen Entwicklung und was wäre denn gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht hier eine andere Entscheidung getroffen hätte, es wäre doch Wasser auf die Mühlen dieser ganzen Oppositionellen hier, der Impfverweigerer, das trägt aus meiner Sicht nun erst recht nicht. Also, dass das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen aus Pragmatismus
zu Recht trifft, die sonst verfassungswidrig werden, ja, das ist erstmal etwas, was mit meinem Rechtsverständnis nicht übereinstimmt. Bei aller Liebe, ich bin auch ein großer Freund von Pragmatismus, wirklich, ja. Aber ich glaube, ich habe gerade immer die Maßnahmen hier kritisiert, die so unpragmatisch sind, die so idiotisch waren auch, ja. Aber das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Begründung. Dass eine Entscheidung Wasser auf die Mühlen von irgendwem ist, halte ich auch nicht für eine gute Begründung. Sondern Maßstab ist unsere Verfassung und die nimmt Wertung vor. Und eine Entscheidung muss Wasser auf die Mühlen dieser Wertung sein und darf nicht Wasser auf die Mühlen von irgendwas sein. Ja? Aber gut, jetzt sagen wir mal, kurz, okay, ich kann aber verstehen, was dahinter steht. Man will jetzt also nicht weiter diese Spaltung der Gesellschaft befeuern. Aber ist das dann der richtige Weg? Wäre nicht salomonisch gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, ja, an dieser, Klammer auf, völlig unnötigen, unsinnigen, jedenfalls aber nicht mit der Verfassung im Einklang stehenden Ausgangssperre, sagen wir, das ist nicht okay und das disqualifizieren wir als Maßnahme, jedenfalls unter den gegebenen Bedingungen. Man hätte das nicht für alle Zeit die Ausgangssperre verdammen müssen. Man hätte nur sagen können, zu damaligen Zeit, Anfang Sommer, in der Situation war eine Ausgangssperre auch angesichts dessen, was vorher versucht wurde, was der Staat da überhaupt an Kontrollen gemacht hat, war eine Ausgangssperre verfassungswidrig. Das wäre ein richtiges Urteil aus meiner Sicht gewesen, mit dem sicherlich auch viele hätten leben können, was sicherlich auch die Spaltung der Gesellschaft insofern befriedete oder eher befriedet hätte, weil sich nicht Teile der Gesellschaft damit völlig ausgegrenzt fühlen. Und jetzt aber auch mal in die andere Richtung. Bundesverfassungsgericht hat nun so entschieden und keiner von uns hat erwartet, dass nun alle mit dieser Entscheidung glücklich sind. Jetzt kriege ich aber ganz viele Zuschriften, ja, Bredereck, der Rechtsstaat ist im Eimer. Nein, das ist der nicht. Diese Entscheidung, auch in dem Tempo übrigens, das ist, auch wenn ihr das als lang empfindet, auch wenn ich damals gesagt habe, naja, in dem Fall hätte ein Verfassungsgericht auch vielleicht schon mal im Eilverfahren was sagen können, dass sie das nicht gemacht haben, war im Nachhinein aus deren Sicht folgerichtig, denn die haben einstimmig gesagt, da ist nichts dran. Und insofern gab es auch wenig Grund, im Eilverfahren hier einzugreifen. Ja, also das ist also folgerichtig. Und es gibt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die einem Großteil der Bevölkerung nicht gefallen haben, zur jeweiligen Zeit, als sie ergangen sind in unserer Geschichte. Ja, ich will jetzt hier nicht Verfassungsgeschichte betreiben, das ist auch überhaupt nicht mein Beruf, ja, aber gibt es. Und diese Entscheidungen haben sich dann aber doch auf lange Sicht als sehr richtungsweisend für unsere Gesellschaft ausgewirkt. Und es gibt eigentlich auch ein paar Entscheidungen, die sicherlich nicht so richtungweisend waren, ja, das gibt's auch, natürlich, und das Schicksal dieser Entscheidung, das steht noch nicht fest, aber zu einem Rechtsstaat gehört auch, dass man akzeptiert, dass hier jetzt ein Urteil gesprochen wurde und dass das Bundesverfassungsgericht war und jetzt zu sagen, weil mir das Urteil nicht gefällt, selbst zu sagen, weil ich das Urteil in Teilen für falsch halte oder wie manche von euch, die sagen, sie halten das Urteil komplett für falsch, deswegen den Rechtsstaat in Frage zu stellen, das ist naiv. Du musst überlegen, in einem Rechtsstreit unterliegt immer eine Partei. Einer kann nur Sieger sein. Und wenn die Instrumentarien soweit korrekt angewandt wurden, das wurden sie in diesem Falle hier, dann ist es den Rechtsunterworfenen wie uns, kann es von denen verlangt werden, dass wir uns mit dieser Geschichte zufrieden geben, muss ich mal ganz klar so sagen. Und in dem Sinne, ich kann das akzeptieren, dieses Urteil, das ich auch für falsch halte. Ich stelle den Rechtsstaat nicht in Frage. Ich finde unser System nach wie vor gut. Es gibt viele Menschen, die jetzt sagen, sie wandern aus, auch schon seit längerem. Ich spreche auch ständig mit welchen, die irgendwo auf der Welt im Homeoffice sind und jetzt zurück sollen und sagen, was mache ich denn jetzt, Bredereck? Ja. Ein Großteil davon hat sich gewundert, wie das in anderen Ländern abgeht. Ja, wo überhaupt sowas hier gar nicht stattfindet, sondern wo einfach gesagt wird, lass dich impfen oder du bleibst da drinnen in deinem Kabuff.
und kannst dich überhaupt nicht mehr bewegen, kommst nicht mehr aus dem Land raus, nicht mehr zum Flughafen. Ja? Also Beispiel, Leute sind nach Kanada, weil es ja alles so frei ist, ja, und dann haben sie Mühe gehabt, aus Kanada noch woanders hinzukommen. Ja? Da habe ich mit mehreren telefoniert. Also das immer zu sagen, ich gehe jetzt weg, weil mir Zustände in einem, an einem Ort in meiner Heimat nicht gefallen, halte ich auch nicht für richtig. Ich selber, mir hat der Osten, die DDR damals wirklich gar nicht gefallen. Aber ich habe einen Onkel gehabt, der saß viel im Stasi-Knast. Das war aber nicht mein richtiger Onkel, den haben wir aber nur so Onkel Walter genannt. Ja? Und der Walter, der hat mir Vater die Anekdote erzählt, der hat den mal zu tiefsten DDR-Zeiten, zu tiefsten Ostzeiten, der saß auch mehrfach im Knast, weil die Stasi ihn dann irgendwie, weil er irgendwelche DDR-feindlichen Witze erzählt hat. Und da hat er mal mitten über die Dorfstraße laut mein Vater angebrüllt und hat gesagt, Gerald, du gehst nicht in den Westen, wa? Wir gehen nicht in den Westen. Und mein Vater so, nee. Und dann hat er gesagt, seinen Feinden kehrt man nicht den Rücken. Ja? Und in diesem Sinne, also selbst wenn das, ich würde gar nicht so weit gehen, für mich ist hier keiner Feind, ja, auch nicht die Regierung, auch nicht das Bundesverfassungsgericht, aber in diesem Sinne, die Gesellschaft muss dort verändert werden. Zustände, die man nicht gut findet, müssen dort bekämpft werden, wo man ist. Das ist auch meine tiefe Überzeugung, immer zu fliehen, woanders hinzugehen, zu sagen, dann mache ich da weiter, führt zum einen nicht zur Veränderung vor Ort, zum anderen wird man feststellen, dass dieses Rechtssystem, was wir haben, ziemlich einzigartig ist. Und wenn du, ich beschäftige mich damit seit vielen Jahren, ich kann ja einfach nur sagen, diese Art von staatlicher Willkür, die du in anderen Ländern ausgesetzt bist, viel Spaß damit. Ja? Also, zusammengefasst, ich bin mit dem Urteil nicht einverstanden, aber ich akzeptiere es. Ich werde weiter kritisch über die Maßnahmen berichten. Ich werde aber diese Wertung des Urteils in meine Prognose einfließen lassen. Und ihr beschimpft mich ja auch schon teilweise. Ich kriege schon sehr böse Briefe wegen meiner normalen rechtlichen Einordnung. Jetzt wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Damit muss ich dann auch leben, klar. Aber ich habe ja, ihr habt das ja in der Pandemie erlebt. Ich habe ja hier oft zwischen den Stühlen gesessen. Ich bin weder ein Verteidiger der staatlichen Maßnahmen aus Prinzip, noch bin ich ein Gegner der staatlichen Maßnahmen aus Prinzip. Ja. Ich bin jemand, der gegen Impfpflichten ist bislang, aber trotzdem als erster Sicherheit, so am ersten Tag, wo es ging, dank eines lieben Arztes und Freundes, hat impfen lassen. Ja. So ist das nun mal. Ja. Damit müsst ihr wiederum leben.